Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Update. Ich hatte in einem letzten Update über Truck Driver und den Patch gesprochen, beziehungsweise dass der Patch ja in zwei Teile aufgesplittet wird auf der PS4. Und letzten Montag sollte eigentlich, Montag, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall der 22. sollte der erste Teil des Patches kommen und der zweite Teil dann am 28. Am 22. konnte man lange warten, dass da ein Patch kam. Der kam nämlich überhaupt nicht. Und heute, am, jetzt muss ich glatt mal aufs Datum gucken, weil ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Am 25. Wir haben Freitag den 25. Genau. Freitag den 25. ist der Patch jetzt endlich erschienen, 1.03. Der, oder ja, ich weiß zwar nicht, warum 1.03, weil es ist wirklich der erste Patch, der jetzt geliefert wurde von dem, sagen wir mal, jetzt Entwickler-Team Kaku? Scheiße, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, es ist der Entwickler, der jetzt in dem Sinne, sagen wir mal, ja, ich finde immer noch, dass Sodesco, die ja ursprünglich die Entwickler von Truck Driver waren und der Publisher, dass die das jetzt an die andere Firma outgesourced hat und sich nicht mehr sehr viel darum kümmern. Vielleicht können sie es nicht, vielleicht haben sie nicht das Know-how oder so, ich weiß es nicht. Ich bin ja auf einer meiner letzten Videos auch darauf eingegangen, wer Truck Driver jetzt macht und ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, der Patch ist jetzt da. Wie groß er ist, weiß ich nicht. Er war schon installiert und ich kann da leider nichts zu sagen. Wenn, werde ich das unten in den angepinnten Kommentaren noch mit reinpacken, die Information. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fahren ein bisschen rum, gucken, was sich geändert hat. Also es soll sich am Traffic was getan haben, am HUD selber. Die LKW-Geräusche sollen auch was verbessert sein. Wenn man zum Beispiel auch tankt, sind die Tankgeräusche sollen wohl was besser sein. Ich weiß das ehrlich gesagt, ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Und auch, wenn der Tank leer geht, bekommt man auch ein akustisches Signal wohl jetzt. Und dann gibt es noch diverse andere kleine Änderungen. Und es soll natürlich noch weitere Änderungen geben, die dann nächste Woche bei dem Patch am 28. kommen sollen. Aber darüber hinaus wird man auch noch an weiteren Sachen arbeiten. Das ist zumindest von dem Herrn von Sodesco versprochen worden, dass der andere Entwickler sich darum kümmern wollte. Ob da eventuell auch ein Multiplayer-Part mit gemeint ist, kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Was ich sagen kann ist, wir schauen jetzt einfach mal rein. Und damit fangen wir einfach mal an. Ups, ich war ja am Rollen. Ich habe jetzt einfach mal eine Strecke, beziehungsweise fahre jetzt gerade zu einer neuen Mission. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. Ich begrüße auch die Leute, die gerade im Stream hier eingeschaltet haben. Und sie können gerne Fragen stellen im Stream. Oder wenn sie irgendwelche Anmerkungen haben oder sie auch mitbekommen haben, dass es ein Patch gibt, vielleicht auch die Größe, dann können sie es auch hier reinschreiben. Das würde ich nicht schlecht finden. Für die, die jetzt gerade bei YouTube das Video sehen, ihr könnt natürlich auch gerne bei mir im Stream vorbeischauen, twitch.tv/xmapx. Dort bin ich regelmäßig so gut wie täglich am Streamen. Verschiedenste Spiele, verschiedene Simulationen. Ansonsten spiele ich noch Monster Hunter World und Borderlands 3, jetzt aktuell momentan Call of Duty Modern Warfare, weil das ja auch neu dazu gekommen ist. Und in Zukunft gibt es auch noch viele andere Spiele. Was aktuell läuft, sieht man bei mir im Profil bei Twitch, dort habe ich es reingeschrieben. Aber kommen wir jetzt auf Truck Driver zurück. Ja, ich muss sagen, es fährt sich angenehmer. Das war vorher nicht so. Da war dieser LKW, ich habe mir jetzt einen neuen schon geholt gehabt, der auch etwas mehr PS hatte. Aber ich muss auch sagen, ich habe bei mir in den Einstellungen, unter Steuerung, habe ich alles wirklich komplett runtergestellt, weil das nach oben zu stellen, war für mich unspielbar. Ich weiß nicht warum, aber ja. Ach so, was auch noch ich sagen wollte, ist, dass die Lenkradunterstützung mit dem Patch verbessert werden soll und mit dem nächsten Patch nächste Woche auch nochmal verbessert werden soll. Das vielleicht auch noch zur Erwähnung. Grüß dich, Löwe325, willkommen im Stream. Willkommen auch bei den YouTube-Zuschauern, die vielleicht auch dann jetzt gerade reingucken. Und ich muss dich leider enttäuschen, es gibt keine neuen Strecken. Ich kann, Moment, das ist hier, kann ich auf die Karte drauf gucken und ich würde jetzt mal sagen,
mit einem Blick, es ist nichts dazugekommen. Was aber auch die Entwickler von Zdesko gesagt haben in einem ihrer Developer-Interviews, was auch immer, auch mit dem neuen Entwickler, dass sie auch an Erweiterungen arbeiten. Diese Erweiterungen sehen aus, dass ich gehe mal davon aus, dass da Strecken dazukommen sollen. Es wurde aber auch von Zdesko gefragt, was man sich wünscht. Sprich, welches Netz hätte man gerne? Und soll es eher, sagen wir mal, auch im Winter spielen, etc. pp. Also das sind alles so Sachen, die Zdesko selber in den Raum stellt. Was mir ehrlich gesagt den Aufschluss auch gibt, dass Zdesko, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die vorher entwickelt haben. Und ich bin der Meinung, dass die mit Truck Driver sehr überfordert gewesen sind. Ich meine, ich will es nicht schlecht reden. Ich meine, ich habe es mir ja gekauft. Und es ist nicht schlecht. Es hat Potenzial. Es muss aber sehr viel kommen. Den Fehler darf man nicht machen, dass man es mit ETS vergleicht, also mit dem Euro Truck Simulator, weil mit dem kann es in Länge nicht mithalten. Wenn man überlegt, der ETS 2 auf dem PC, der kostet roundabout 20, 25 Euro. Und was man da im Grundspiel hat, wo man überall fahren kann, steht außer Frage gegen dem, was man hier hat, ne, was einem hier geboten wird. Das ist wirklich nicht viel. Aber sowas wusste man im Voraus, deswegen habe ich es mir trotzdem gekauft. Aber bei dem Patch, der jetzt gekommen ist und der auch kommen wird, zumindest nach meiner Information, sollen keine neuen Strecken mit dabei sein. Leider. Tut mir leid, dass ich da Enttäuschung ausbreiten muss. Aber es soll auf jeden Fall auch was kommen in zukünftigen Patches. Und meiner Meinung nach, meine Empfehlung wäre, dass der Entwickler Zdesko diese Updates auch, sagen wir mal, kostenlos hält. Ist meine Meinung. So, ich bin mal gespannt, wie das ist. Ob die Fahrzeuge eigentlich jetzt einfach aus den Seitenstraßen rausgeschossen kommen. Da bin ich sehr gespannt drum. Ich muss ja sagen, der Bus-Simulator ist ja richtig klasse auf der PlayStation 4. Der macht tierisch Laune. Und da gehe ich davon aus, da wird es auf jeden Fall ein Add-on geben, was auch eine neue Stadt mit sich bringen wird. So. Schauen wir mal, was es hier für. Ach so, das sind. Hier habe ich schon alle Missionen gemacht. Ich gucke einfach mal, was ich jetzt hier machen kann. Nimm den Krempel mit, bring das weg. Und Judas. So, und damit fahren wir die Ladung dann weg. Wie gesagt, es lässt sich sehr angenehm fahren. Ich meine, ich würde mir vieles hier auch noch wünschen für den Truck Driver. Ich meine, das ist jetzt nicht auf den ETS bezogen, sondern das ist dann eher auf den Bus-Simulator bezogen, weil ich finde die Steuerung, die man dort hat, finde ich sehr viel angenehmer jetzt von der Tastenbelegung als wie hier. Und ich würde mir wünschen, dass man die Tasten auch selber ein bisschen belegen kann. Dass man da mehr Freiheiten drin hat. Genauso wie würde ich mir wünschen, dass hier man vielleicht das Lenkrad ein bisschen zurückmachen kann oder so. Oder allgemein die Sitzeinstellung vielleicht. Weil das geht ja zum Beispiel beim Bus-Simulator geht das ja auch sehr gut. Da hat man ja auch viele Möglichkeiten. Da ist hier dieses Menü ist da doch sehr, sehr klein. So weit muss ich ja nicht fahren. Wie gesagt, ich habe vorhin noch geguckt, ob ich Patch Notes finde für hier den Truck Driver. Nur ehrlich gesagt, ich finde keine geschriebenen. Es gibt zwar das Video von Zdesko, aber das gibt jetzt nicht wirklich sehr viel her. Deswegen, ja. Ich muss sagen, optisch finde ich, hat es etwas zugelegt.
Es ist jetzt meine Meinung. Ich geh mal raus. Guck da mal. Okay. Guck da jetzt mal von oben. Oh. Ja, von oben lässt sich das nicht ganz so gut steuern, muss ich sagen. Dann bleibe ich doch lieber in der Cockpit-Ansicht. Busstopp. Ja, kann man auch noch den Bussimulator mit hier mit integrieren. Oh, und da bin ich auch schon da. So, wo muss ich das abstellen? Ich muss das da abstellen. Da mache ich dann doch jetzt die Außenkamera. Ich glaube nicht, dass das passen wird, oder? Wollte gerade sagen, ich habe bis jetzt jede Lieferung mit 100% abgeliefert. Passt. Du hast etwas Neues freigeschaltet. Schick. Also gut, ja, ich habe ja über einige Sachen gesprochen, die es hier neu geben soll. Ja, ich habe bis jetzt nichts davon gefunden, aber auch jetzt nichts Negatives gefunden. Ich guck mal auf der Karte, wo ich bin hier. Das ist gut. Da könnte ich hier hin. Was auf jeden Fall schon mal sehr gut funktioniert, ist das mit der Markierung, weil das ging nämlich vorher auch nicht wirklich leicht von der Hand. Da hat man gedrückt und gedrückt und da kam irgendwie nichts und dann wurde es dann doch irgendwann markiert. Und jetzt funktioniert das wenigstens direkt. So, ich fahre jetzt mal dahin. Uiuiuiui. Ich fahre jetzt mal da hinten hin. Wie gesagt, also was mir jetzt direkt am Anfang aufgefallen ist, dass ich finde, dass die Steuerung von den LKWs selber besser sind. Also besser, also von diesem LKW besser ist, weil vorher war der echt unkontrollierbar, also sehr schwierig zu lenken und jetzt geht es. Jetzt macht es auch wieder Spaß. So, mal gucken. Hier habe ich ja noch was. Jetzt bin ich überlegen, soll ich jetzt hier noch eins machen? Ich will das Video eigentlich nicht zu lange machen, weil das soll ja eigentlich nur so ein Update sein. Deswegen lassen wir das einfach mal. Was ist das denn? Ach so, das Schild. Ja. Wie sieht's denn mit Licht aus? Na gut, weil irgendwie das Leuchten der LKWs habe ich auch irgendwas gelesen.
Naja. Also wie gesagt, Leute, wenn ich die Größe vom Patch finden sollte, dann werde ich die unten in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt natürlich auch was unten in die Kommentare reinschreiben. Und zwar, wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas. Ich werde mich bezüglich Truck Driver bestimmt in der nächsten Woche auch nochmal melden, hier bei YouTube, wegen dem zweiten Teil des Patches. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte euch zumindest etwas informieren. Und wie gesagt, wenn ihr mal mich live sehen wollt, ne, twitch.tv/xmöbx, mein Gott, ist das schwer. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Ciao, tschüss, bis demnächst. Ich bin raus.